Sehr geehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, wir begrüßen Sie recht herzlich zur Matura-Feier vom Freitag am Abend in der Festhalle Zwillisau. Ein kurzer Überblick zum Anfang. 23 Kandidatinnen und Kandidaten von der Wirtschaftsmittelschule sind zur Prüfung angetreten und alle erhalten das Handelsdiplom. 20 haben zudem Voraussetzungen für die Berufsmatura erlangt. Am Gymnasium sind 82 Maturanden angetreten, davon haben 79 bestanden. Die Ansprache hat heute Professor Dr. Primo Schär gehalten. Auch er ist ehemaliger Absolvent der Kantonsschule Willisau. Der Rektor der Kantonsschule, der Viktor Kaufmann. Liebe Maturier, liebe Maturi, liebe Diplomierte, sehr geehrte Eltern, Freunde, Bekannte unserer Maturier, Maturi und Diplomierten, sehr geehrte Lehrpersonen. Ich freue mich, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind und begrüße Sie alle ganz herzlich zur Matura-Feier der Kantonsschule Willisau 2013. Speziell begrüße ich unsere Stadtpräsidentin, Frau Erna Miri. Sie wird den Preis der Stadt Willisau übergeben. Ich begrüße ganz speziell Professor Dr. Primo Schär, ihr wird die Matura-Rede halten. Und ich begrüße den Präsidenten unserer Schulkommission, Ludwig Heyer, sowie die weiteren Mitglieder unserer Schulkommission. Ganz herzlich willkommen auch die Preisspender. Liebe Mature, liebe Maturi, liebe Diplomierte, das ist ein schöner Moment. Das Gymnasium, die Wirtschaftsmittelschule, die haben Sie jetzt abgeschlossen. Sie haben ein wichtiges Zwischenziel auf Ihrem Bildungs- und Ausbildungsweg erreicht. Und das Neue, das Nächste, das hat noch nicht begonnen. Freuen Sie sich an Ihrem Erfolg, freuen Sie sich und genießen Sie diesen Moment der Schwebe, ich hoffe nicht der Leere, zwischen dem einen abgeschlossenen und dem anderen noch nicht begonnen haben. Ich gratuliere Ihnen auf jeden Fall ganz herzlich zu Ihrem Erfolg. Liebe Eltern, auch Sie dürfen sich freuen, auch Sie dürfen stolz sein. Sie haben Ihre Tochter, Ihren Sohn auf dem bisherigen Weg zum Diplom oder zur Matura begleitet, unterstützt, hier und da vielleicht ein wenig gestoßen, gezogen, eventuell auch gebremst, wohl nicht bei der Arbeit in der Schule. Auf jeden Fall haben Sie entscheidend dazu beigetragen, dass Ihr Sohn, Ihre Tochter heute das Diplom, das Maturitätszeugnis in Empfang nehmen darf. Auch Ihnen gratuliere ich ganz herzlich. Liebe Mature, liebe Maturi, liebe Diplomierte, Ihre Namen zieren die Einladung zur heutigen Feier. 52 von Ihnen, fast 66%, hatte ich im Unterricht. Am Untergymnasium, am Obergymnasium, und Sie haben das Ziel Matura trotzdem erreicht. Ein großer Teil von Ihnen hat ja am 20. August 2007 den Weg an der Kantonsschule Willisau mit mir begonnen. Heute schließt sich auch für mich ein erster großer Kreis. Sie müssen die Kantonsschule Willisau jetzt verlassen. Ich darf noch bleiben. In den vergangenen 3, 4 und 6 Jahren haben Sie im Buch Ihres Wissens und Könnens geschrieben. Ich habe hier zwei Bücher. Welches am ehesten zu Ihnen passt, wissen Sie selber am besten. Das Minimalziel, das haben Sie aber erreicht. Und die meisten, fast alle von Ihnen, bedeutend viel mehr. Das Maturitätszeugnis öffnet Ihnen den Weg an die Hochschulen, an die Universitäten. Es ist aber auch und vor allem der Ausweis für Ihr Wissen, für Ihr Können, für Ihre Fertigkeiten. Nutzen Sie all das für Ihre weitere Ausbildung, für Ihre weitere Bildung, für Ihre weitere Entwicklung. Vertiefen Sie das eine und andere Kapitel im Buch Ihres Wissens und Könnens. Fügen Sie weitere hinzu. Machen Sie viel daraus. Heute Abend dürfen Sie den Moment des Erfolgs genießen.
hoffentlich auch das Glücks. Was ab morgen, wohl hier Montagmorgen dann auf Sie zukommt, das weiß ich nicht. Ich wünsche Ihnen aber schon jetzt dazu viel Erfolg und das nötige Glück. Ich komme zu den Resultaten im Überblick. In der Wirtschaftsmittelschule sind 23 Kandidatinnen und Kandidaten zu den Abschlussprüfungen angetreten und alle erhalten heute das Handelsdiplom, das ja dem eidgenössischen Fähigkeitsausweis Kaufmann, Kauffrau gleichwertig ist. 20 von ihnen haben überdies die Voraussetzung für die Berufsmatura erlangt. Die Berufsmatura, diesen Ausweis erhalten Sie nach dem einjährigen, erfolgreich absolvierten Praktikum dann. 20 Kandidatinnen und Kandidaten haben eben dieses Praktikum erfolgreich abgeschlossen und auch die Prüfungen mit Betriebs- und Branchenkenntnis mit Erfolg bestanden. Am Gymnasium, Sie haben schon noch Gelegenheit zum Applaudieren, wenn dann die Matura und die Verwirrten auf der Bühne stehen. Am Gymnasium haben 82 Kandidatinnen und Kandidaten die Matura-Prüfung in Angriff genommen. 79 erhalten heute Abend das Matura-Zeugnis. Zwei Kandidatinnen und ein Kandidat haben die Matura leider nicht bestanden. Ihnen, den Erfolgreichen, gratuliere ich im Namen der ganzen Schule noch einmal ganz herzlich. Es folgt nun die Ansprache an die Festgemeinschaft. Professor Dr. Primo Scheer wird sie halten. Ich freue mich, Ihnen Professor Scheer kurz vorstellen zu dürfen. Primo Scheer besuchte von 1974 bis 1978 die Kantonsschule in Misau. Den Abschluss mit der Matura machte er, wie alle damaligen Gymnasiastinnen und Gymnasiasten aus Elisau, in Sursee oder in Luzern oder in Rösburg. Danach folgte das Biologiestudium, Abschluss 1991, Studien- und Forschungsaufenthalt in London. Herr Scheer war Forschungsgruppenleiter an der Universität Zürich. Und seit 2003 ist Professor Scheer Professor für Molekulargenetik an der Medizinischen Fakultät der Universität Basel. 2012, das war der eigentliche Anlass, ihn anzufragen, 2012 erhielt Professor Scheer den Wissenschaftspreis der Stadt Basel. Und zwar für seine herausragenden Arbeiten auf dem Gebiet der Krebsforschung. Und schließlich, Herr Scheer ist der Onkel einer unserer Mature, Melanie Glover. Herr Scheer, sehen Sie so gut. Meine Damen und Herren, hören Sie mich? Gestatten Sie mir, meine offizielle, formelle Begrüßung nur an diejenigen zu richten, um die es heute Abend auch geht, nämlich die Mature und die Maturin. Es ist mir gelungen, die Worte zu sprechen. Also sehr geehrte Mature, Maturi, es freut mich außerordentlich, dass ich heute Abend zu euch, ich verwende jetzt mit euch und nicht Ihnen Begriff, um die quasi Verbindung anzudeuten, dass ich zu euch sprechen darf. Es ist ein spezieller Anlass für mich, wieder mal zurück zu sein an der Schule, die ich so vor langer Zeit verlassen habe und die Erlebnisse und die Ereignisse, die hier für mich stattgefunden haben, mich so sehr begleitet haben, eigentlich durch das ganze Leben und mein ganzes Leben, meine ganze Entwicklung durch das Leben beeinflusst haben. Damit wäre der offizielle Teil vorbei, jetzt gehe ich lieber zu diesem Mikrofon, weil ich habe immer etwas ein Ego-Problem mit diesen Pulten, man sieht mich kaum dahinter, da ist noch ein Blumenstrauß davor. Gehe dann, okay, das funktioniert. Also, jetzt habt ihr es geschafft. Fast. Noch habt ihr die Zeugnisse nicht in der Hand. Ich sehe sie da hinten liegen und das Einzige, das jetzt noch zwischen Ihnen und dem Zeugnis steht, das bin ich. Und ich genieße den Moment. Natürlich habe ich mich gefragt, was kann denn eine Maturi oder Mature noch interessieren in dieser Situation? Was kann ich ihr erzählen?
habe mich lange überlegt, habe sogar Kollegen gefragt, bin auf kein Resultat gekommen, bis eines Nachts beim Träumen der Licht nicht gekommen ist. Und die Antwort ist einfach: nichts. Denke nicht, dass es irgendetwas gibt, das jetzt interessiert, was ich hier erzähle, was ich nicht schon 100 Mal gehört habe. Jetzt habe ich ein Problem. Jetzt bin ich überzeugt, dass ich über nichts reden sollte, bin aber dafür der falsche Mann. Als Naturwissenschaftler ist man sich gewohnt, sehr viel zu sagen in sehr wenigen Worten. Es gibt andere, die sind sich gewohnt, nichts zu sagen, nur viel Worte. Sie reden gehörig. Also habe ich mich entschlossen, keine Rede zu halten, sondern einfach nachzudenken. Und dann ist mir in den Sinn gekommen, etwas, was ich oft beobachte bei Maturanten weniger, weil die sehe ich weniger, aber auch bei Masterstudenten, bei Doktoranden, dass wenn sie dann mal ihr Ziel erreicht haben, plötzlich die Bedeutung des Erreichtes sofort in den Hintergrund tritt. Und ich möchte mit den paar Gedanken, die ich heute anbringe, versuchen, Ihnen zu helfen, zu realisieren, schon heute Abend, was Sie eigentlich erreicht haben. Über die Natur und die Bedeutung im Leben kann man stundenlang reden, und ich denke, ich werde das so auf vielleicht bin ich 7, 8 oder so hinter mir haben. Und nein, ich werde es einschränken, ich werde es eigentlich über 3 Themenbegriffe versuchen zu variieren, Variationen zum Thema der Natur und der Natur. Der erste Themenbegriff ist Milestones, nach Neudeutsch oder Altdeutsch heißt es Meilensteine. Der zweite Begriff oder Begriffe wären Reife, Wissen, Bildung, was bedeutet das? Das hört sich jetzt sehr konventionell an, aber ich werde versuchen, meine Gedanken dazu zu äußern. Das dritte wäre dann noch kurz Perspektiven. Kommen wir also zu Milestones, Meilensteine. Ich weiß nicht, erinnert ihr euch noch, was ihr ins Gymnasium eingetreten seid, vor, ich weiß nicht, 6 Jahren sind es hier, ja? 6 Jahre. Früher waren es 7, ich habe noch 7 aushalten müssen. Erinnert ihr euch, wie die Matur damals gesehen hat? Das war etwas für mich war das etwas Abstraktes, weit weg. Ich war nicht mal gezwungen, daran zu denken. Ich habe es höchstens mal gehört, bei einem Lehrer, der gesagt hat, wenn du so weitermachst, kriegst du die Matur nie. Damals war das eine potenzielle Art zu motivieren. Dann geht man weiter im Prozess und sieht die Matur eher länger, eher näher bei sich, sie kriegt Konturen. Man beginnt das Ausmaß der Katastrophe, das Ausmaß der Drogen zu realisieren und stellt fest, dass man sich gar nicht mehr so sicher ist, ob man überhaupt dahin will. Kann ich das? Schaffe ich das überhaupt? Man sieht die Großen, die Matur machen, man ist noch da, man hat schon eine Idee, wo man es sieht. Man ist kritisch, man zweifelt. Es ist zu vergleichen mit einer Bergwanderung, eine Besteigung eines gigantischen Berges. Man geht, man sieht diesen Berg nicht so recht am Anfang, hat einfach das Ziel ist klar, ich will dorthin. Und irgendwann auf der Tour merkt man, oh, da kommt ja noch ein Tal dazwischen und das will ich eigentlich gar nicht. Will ich denn wirklich noch dahin? Man verliert den Gipfel aus den Augen ab und zu, man verliert das Ziel aus den Augen und die Frage ist, komme ich überhaupt dahin, will ich überhaupt dahin? Und auf der ganzen Reise nimmt man sehr viele Erfahrungen und Fertigkeiten auch, die sehr wichtig sind. Fürs Bergsteigen, aber auch fürs Leben. Und so ist es auch mit der Natur. Man geht diesen Weg, man versucht sich durchzusteigen und irgendwann ist man dann da und hat sich auf dem Weg immer gesagt, wenn ich dann mal da bin, dann kratz. Dann mache ich ein Kreuz an den Himmel oder an die Decke und dann lasse ich es so richtig krachen. Dann kommt man an eines Tages, so wie ihr jetzt heute, und ihr werdet sehen, das kracht gar nicht so. Ich habe auch noch kein Kreuz gesehen da oben. Irgendetwas passiert nicht. Und vielleicht hat es damit zu tun, dass man etwas müde geworden ist. Vielleicht hat es damit zu tun, dass man sich zu oft vorgestellt hat, wie das dann sein würde.
Das passiert fast auch nicht so. Ich sehe das nicht nur bei Wittelsach, nicht nur bei Maturanten, sondern ich sehe es auch bei Masterstudenten, bei Doktoranden, aber auch bei mir. Es ist irgendetwas aktiviert, das ist eben diese Zwischenlehre, die da entstehen kann. Aber vielleicht hat es auch etwas damit zu tun, das wäre gut, dass man realisiert, es ist eben eigentlich nur ein Meilenstein. Ich komme oben auf den Berg an und sehe plötzlich, da gibt es ja noch andere Berggipfel rundherum, die ich eigentlich vielleicht auch besteigen möchte. Und man beginnt sich so neu zu orientieren. Man vergisst schon wieder, was gewesen ist. Man sieht gar nicht mehr den großen Berg, weil man steht ja drauf. Und dann sieht alles andere aus. Und das ist eigentlich gut. Und deswegen mein Rat heute, und der Rektor hat das schon gesagt, ist einfach, versucht diesen Moment jetzt zu genießen. Versucht die Ohren zu spitzen und hört mal, ob sich doch ein wenig knallt. Wenn es nicht knallt, macht nichts. Ich kann nicht sagen, der Knall kommt das ganze Leben lang einfach verhalten und in Raten. Man stellt immer wieder fest, freut sich immer wieder darüber, dass man diesen Weg gegangen ist. Und das ist ein wichtiger Aspekt. Also das will ich damit sagen. Freut euch heute, schaut zurück, wie weit ihr gegangen seid. Ihr werdet es nicht glauben, vielleicht seht ihr den Anfang nicht mal mehr und freut euch im Moment. Macht noch ein nächstes Foto und dann geht weiter. Das ist ein sehr wichtiger Punkt und deswegen möchte ich hier nur noch sagen, habt keine Angst, Zeit zu verwenden, eure Inhalte zu finden. Ihr habt das Zeug dazu, erfolgreich zu sein. Aber gönnt euch diese Zeit, gönnt euch diese Muße, euch selbst zu finden. Stellt mal das iPhone für 2 Tage ab, hilft gar nicht und findet diese Inhalte. Dann trägt einen mutigen Entscheid und dann geht einfach vorwärts. So, jetzt habe ich genügend lange über nichts geredet. Jetzt möchte ich nur noch ganz herzlich gratulieren zu der tollen Leistung. Ich wünsche Ihnen beim Entscheidungsfinden und auf dem weiteren Weg alles, alles Gute. Und ich hoffe wirklich, auf interessante Begegnungen irgendwann. Herzlichen Dank. Zur Übergabe der Diplome und Matura-Zeugnisse. Ich bitte als erste Klasse, die Klasse 6a, mit der Klassenlehrperson Judith Grein nach vorne.
Astrid Merdita Albersen. Lionel Mohacher Schütz. Christoph Roth Zell.
Daher Charlie Melsner. Eileen Schilder-Cottwil. Miriam von der Fischbach. Vogel-Großhagen.
Sessi, Klassenlehrer Thomas Heller. Das Maturazeugnis erhalten, Joel Arnett, Gegner.
Lilian Kader-Wilson. Ich gehe auch jeweils in
Ausbildungsbetrieb auf. Elisabetha Löscher, Roswil, Caritas Nutzer. Andi César, Zursee, Emil Frey AG. Gegenüber unserer Schule, dass für die Diplom- und Maturafeier jeweils mehrere Preise gespendet werden. Das sind für die beiden besten Ränge beim Handelsdiplom mit Zielberufsmatura die Luzerner Kantonalbank, für die drei besten Ränge bei der gymnasialen Matura die Stadt Wilisau, die beste Projektarbeit der Wirtschaftsmittelschule, erhält einen Preis, der vom Rotary Club Wilisau gespendet wird, Wilisauer Bote, Wilisau, und von uns Treuhand Wilisau. Zuerst zur Wirtschaftsmittelschule. Herr Thomas Schubert, darf ich Sie auf die Bühne bitten? Wir kommen zu den besten Resultaten beim Diplom mit Richtung Berufsmatur. Im zweiten Rang mit einem Durchschnitt von 5,3 Nadia Erni Sursi. Ebenfalls im zweiten Rang den gleichen Durchschnitt von 5,3 Lea Großmann, Orkirch.
Und im ersten Rang mit einem Durchschnitt von 5,6 Isabel Kreuk. Willkommen zum Gymnasium. Für die Übergabe der Preise bitte ich die Stadtpräsidentin Frau Verena Bierig auf die Bühne. Bei der gymnasialen Matura haben wir im dritten Rang mit einem Durchschnitt von 5,36 Toni Steger aus Wien. Michelle Christen. In diesem Jahrgang das beste Matura-Resultat mit einem Durchschnitt von 5,54 erzielte Fabienne Töngi von Hussen. Schön zusammenrutschen.
Schüler Vereins der drei besten Maturaarbeiten bitte ich folgende Mature auf die Bühne. Michel Christen von der Klasse Larissa Haas von der Klasse 6C. Und Adriana Hitler. Eine Jury zusammengesetzt aus den drei Lehrpersonen, Manuela Freihofer, Urs Laube und Bernhard Scheer, hat aus den besten Maturaarbeiten drei zur Auszeichnung vorgeschlagen. Diese Arbeiten werden alle im gleichen Rang ausgezeichnet. Zur Würdigung der ausgezeichneten Maturaarbeiten lese ich Ihnen die kurzen Begründungen der Jury vor. Zuerst zur Maturaarbeit von Michael Christen. Landwirtschaftliche Situation im Herbizid. Michel Christen nahm die Diskussion des Bauernsterbens als Anlass, die Situation der Landwirtschaft in Herbizid zwischen 1996 und 2010 zu analysieren. Hierfür ging sie auf lokale, regionale und überregionale Gegebenheiten ein und befragte die Herbiziner Bauern zu ihrer Situation. Eingebettet in eine Analyse des geschichtlichen Wandels innerhalb der Landwirtschaft ist das Resultat eine detailgetreue Repräsentation des Mikrokosmos Herbizid entstanden. Diese Arbeit wird späteren Forschungen zugutekommen. Den Preis der Kunsttreuhand wird durch Peter Kunz überreicht. Wir kommen zur nächsten Arbeit. Maturaarbeit von Larissa Haas, We Learn English. Larissa Haas hat in ihrer Maturaarbeit We Learn English mit großem Aufwand und Engagement einen kreativen, abwechslungsreichen und fantasievollen Parcours für das Erlernen des Vokabulars und der Grammatik im Frühenglischunterricht der Primarschule erarbeitet. In der sehr guten wissenschaftlichen Dokumentation werden die Erkenntnisse des modernen Sprachenunterrichts schlüssig und fundiert dargelegt. Eine gelungene Arbeit mit großer Eigenleistung. Wir kommen zur dritten der prämierten Arbeiten, Adriana Ricklin, Manchester im Schnelldurchlauf. Adriana Ricklin gestaltete ein Zeitraffer-Video über die nicht als touristische Destination bekannte Stadt Manchester. Mit Hilfe von Interviews und anderen Recherchen bestimmte sie wichtige und attraktive Standorte der ehemaligen Industriestadt, die sie als Grundlage für ihre über 5000 Fotos verwendete. Zusätzlich erstellte sie eine Website mit einer Übersichtskarte der einzelnen Aufnahmeorte mit vielen abrufbaren Zusatzinformationen zu den einzelnen Sehenswürdigkeiten. Adriana Ricklin verbindet in ihrer Maturaarbeit die Produktion eines Videos und einer informativen Website zu einem ausstrahlungsstarken touristischen Produkt. Der Preis des Lieblingsauerboten wird von Stefan Galliers überreicht. Wir hören nun einen letzten musikalischen Beitrag, Freedom von Anthony Hamilton. Genießen Sie diesen Song und dann Ihre Freiheit. Es singen noch einmal Ricarda Di Tommaso, Irene Fischer, Lena Holzmann, Simon Keller und Salome Hüllen.
Mir nach diesem musikalischen Schlusspunkt noch ein paar Worte des Dankes an die Personen, die besonders zum Gelingen der diesjährigen Matura und speziell auch des Feier beigetragen haben. Professor Primochet, herzlichen Dank für Ihre Ansprache. Ich danke allen Musizierenden für die musikalische Umrahmung dieser Feier, speziell auch den Lehrerinnen, Gesangs- und Instrumentallehrerinnen Lana Minosch, Mirta Amstadt, Katrin Künzi, Katrin Lüthi und Valeria Abramovic für die Begleitung am Klavier. Ich danke allen Kolleginnen und Kollegen für die tadellose Durchführung der Matura-Prüfungen, schriftliche wie mündliche, aber auch
und vor allem für die Vorbereitung auf das Ziel, Diplom und Matura. Meine Kolleginnen und den Kollegen in der Schulleitung, Prorektorin Monika Wetzler, die Prorektoren Elmar Schilliger und Benno Plautz und Franz Amrein, Verwaltungsleiter, danke ich für die Unterstützung in der Vorbereitung und Durchführung dieses Anlasses. Den Sekretärinnen Irma Reintli, Anna-Gret Suttiger, Yvonne Künzli, ein großes Dankeschön für die sorgfältige Detailarbeit bei den Prüfungen und auch bei der Vorbereitung dieser Feier. Den Hauswarten Toni Wittmer, Birmin Bühler, Martin Lötscher ebenfalls für die große Unterstützung bei der Herrichtung der Räume für die Prüfungen und auch heute Abend für die Einrichtung der Festhalle. Herzlichen Dank. Und wer eine Aufnahme, Videoaufnahme dieser Feier wünscht, der kann sie bei Telenapf bestellen. Und jetzt wünsche ich Ihnen allen noch einen schönen, vergnüglichen Abend. Danke fürs Kommen.